So, da ist der Tourbot. Das ist sehr schön. Erstmal will ich hier die Bolts haben. So. Ach ja, genau. Das ist normal. Geschichte. Aber ich wollte jetzt eigentlich Ja, da weiter. kommt eine Nachricht von Quark. Ist er wirklich mit Neftin Brock hierher unterwegs? Neftin assistiert uns bei der Reparatur des Dimensionators. Ist nur vorübergehend, Tal. Er will sich stellen, sobald seine Schwester gerettet ist. Uns bleibt wohl keine Wahl. Okay, dann können wir jetzt weiter. Oh, jetzt will ich die mal ein bisschen einfrieren hier. Ein bisschen Frost. So, jetzt habe ich die gefrostet. So, ich brauche jetzt dich. Dich brauche jetzt wieder. Jetzt lege ich dich hier nochmal hin. Ich brauche unbedingt Munition. Die geht auch im Moment wirklich recht zur Neige. So. Da hinten sind noch Bones. Hier gibt es noch was. Das weiß ich. Nein, hier gibt es nur so eine komische Statue. So. Dann wollen wir mal weiter. So, du kommst wieder zu mir hier. Ich brauche dich, sonst komme ich nicht weiter. Tü. Welche Richtung müssen wir eigentlich? Ich gucke mal auf die Karte. Wir sind verkehrt, wir müssen hier lang. Ja, das sieht gut aus. Wir betreten die Halle der Schurkerei. Wenn Sie hier Ihr Gesicht entdecken, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie ein höchst unartiges Kind waren. Okay. Hier wollen wir jetzt aber eigentlich gleich durch. Da wollen wir uns eigentlich gar nicht groß aufhalten. Jetzt wäre es relativ lustig. Hier sind wir. Dies führt häufig zum Tode oder noch schlimmer, zu einem peinlichen Social Media Video und einem Leben in Schande. Genau. Das werdet ihr gleich sehen. Jetzt tanzen sie nämlich gleich. Alle unkontrolliert. Sehr geil. Wegen den Movietron da oben. Das ist so eine Disco-Kugel. Verursacht. Ja. Zwangstanzen. So nenne ich das mal. So. Mal gucken. Genau, hier muss ich hoch. Das wird gleich ziemlich knifflig. Das weiß ich noch. Diese Stelle finde ich nicht so schön. Weil die doch sehr knifflig ist. Hier muss man sich wahnsinnig konzentrieren. Sonst muss man wirklich ganz unten wieder anfangen. Das, ja. Aber man sieht schon, sehr hübsch. Diese Disco-Kugel. So, jetzt muss ich aufpassen. So, ja, das habe ich schon mal geschafft. Muss ich mal gucken. Wenn er unten ist, genau. Dann so. Und so. Wow, ist das erste Mal, dass ich das beim ersten Mal geschafft habe. Tatsächlich. Diese luxuriös. Ach so. Okay. Gut. Nein. Ich will dich noch nicht wieder aufsammeln. Jetzt will ich dich aufsammeln. Gut. Wir gehen einfach mal weiter, würde ich mal sagen. Lombax Geschichtsflügel. Hier wollten wir doch hin. Genau. So, nehmen wir dich nochmal. So. Ich zeige euch nochmal hier ein bisschen Geschichte. Für viele ist er ein Schurke, der das Universum selbstsüchtig aufs Spiel gesetzt hat. Für andere ist er ein Held, der nicht mehr als einen Fehler korrigieren wollte. Ja, also das ist hier eine Figur, die kam in A Crack in Time, oh ja, auch mit vor.
Ah, das sind wir beide. Ratchet und Clank sind intergalaktische Helden aus der Solana-Galaxie, die das Universum unzählige Male vor Tyrannen wie Dr. Nefarius und Imperator Tachyon gerettet haben. Ich finde, wir sehen aus wie echte Helden. Genau. So, jetzt wollen wir hier aber weiter. Er hat sich sicher eine Art hydraulische Seilbahn besorgt, oder? Oh, tut das weh? Okay, wird schon schief gehen. Sorry. Wie haben die uns gefunden? Allein der Dimensionator kann sie zurück ins Universum schicken. Bestimmt sind sie hier, um ihn zu zerstören. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie wir weitermachen. So, noch ein bisschen Munition. Und ja, ich glaube, dann müssen wir hier lang, genau. Genau, gehen wir hier rauf. Hiermit endet unsere Tour. Holen Sie sich im Souvenirladen die Memoiren von Ex-Präsident Quark. Muskeln, Gedächtnis und Masken. Mein Leben als Legende. Jetzt gratis erhältlich. Oha, jetzt kommen hier die ersten Unterlinge, gegen die wir kämpfen müssen. Beziehungsweise sind ja, glaube ich, nicht die ersten, aber... jetzt hier seit langem mal wieder welche. Und aua, ich versuche jetzt mal mit dem Unterklingen noch ein bisschen aufzurüsten. So, hopp. Ja, genau, das war klar, dass das jetzt relativ schnell geht, weil die waren ja schon fast fertig. So, haben wir auch wieder neue Aufrüstmöglichkeiten. Aufrüstplätze. So. So, jetzt kommt der Große hier. Guck. Ja, funktioniert auch eigentlich alles recht wunderbar. So, hier noch ein paar Bolts mitnehmen. Hier noch, da noch. Überall noch. So, jetzt denke ich mal, können wir wieder hier nach draußen. Weil hier gibt es nicht mehr viel. Ratchet, die Unterlinge greifen die Stadt an. Wir müssten das Lufttaxi nehmen können. So. Dann nehmen wir jetzt einmal das Taxi zum Stadtzentrum gehen. Und mit dieser Fahrt möchte ich mich jetzt auch erstmal wieder verabschieden. Dann geht das beim nächsten Mal wieder weiter, wenn es heißt Let's Play Ratchet & Clank Nexus. Ja, wir sehen uns die Taxifahrt noch kurz an und dann sage ich bis zum nächsten Video, Leute. Halten wir sie auf, bis Neftin den Dimensionator repariert. Lade mir den Standort in die Navi-Einheit. So, ich bin ja doch noch kurz nochmal da, weil ich denke mal, wir werden jetzt nochmal schnell mal hier ein paar Aufrüstungen machen. Besonders beim Omniblast, da möchte ich noch ein bisschen mehr reinpacken. So, dann habe ich noch einen zur Verfügung, mache ich das noch. So, dann würde ich mal sagen, das war's. Und wir können hier in den Rüstungsverkäufer nochmal reinschauen. Wir haben sogar eine neue Rüstung. Die könnten wir uns sogar kaufen. Aber ich denke mal,
damit wir, also das werde ich mir für die nächste Folge jetzt aufsparen. Dann sehen wir uns also im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt Ratchet & Clank Nexus. Jetzt aber wirklich bis zum nächsten Mal, Leute.